Ja, herzlich willkommen zu Dr. Handels Experts Talk und wir klären auf. Dieses Mal geht es um das Thema Brustimplantate, ja. Richtig, anatomisch oder rund. Lieber Markus, was sagst du? Ja, beides gut, ja. Es ist eine sehr persönliche Entscheidung, ob rund oder anatomisch. Ist sehr davon abhängig, wie die natürlichen Voraussetzungen sind der jeweiligen Patientin und wo die Reise hingehen soll. Man kann jetzt nicht sagen, dass ein rundes oder ein anatomisches Implantat das Bessere ist, weil dann würde man ja nur mehr runde oder nur mehr anatomische Implantate herstellen und verwenden. Es kommt sehr darauf an, was die Patientin jetzt erzielen möchte. Möchte man jetzt quasi ein besonders starkes Dekolleté präsentieren, was natürlich einen Tick unnatürlicher aussieht, wird man um ein rundes Implantat nicht herumkommen. Es ist sicherlich so, dass sich im Laufe der Zeit Schönheitsideale ändern. Früher wahrscheinlich Großteil anatomisch, heutzutage Großteil runde Implantate. Ich habe da ein paar Bilder mitgebracht von sehr prominenten Patientinnen, die ich gehabt habe aus Deutschland. Da kann man sehr gut sehen, dass da der Trend zu den runden Brustimplantaten geht. Man nimmt da auch manchmal nicht zwei gleich große Implantate, um auch Asymmetrien schön auszugleichen. Mhm. Also das kommt auch von der eigenen Brust schon an, was man selber schon noch hat praktisch, dass man dann auch entscheiden kann, okay, man nimmt jetzt runde oder die anatomische. Ja, sehr richtig. Also die Grundvoraussetzungen, die individuellen Grundvoraussetzungen jeder Frau sind einmal die Basis. Ja? Und dementsprechend muss man dann mit der Patientin in einem intensiven Aufklärungsgespräch reden, wie sie sich das Schönheitsideal vorstellt. Es geht ja nicht um das Schönheitsideal des Chirurgen, sondern es geht um das Schönheitsideal der Kundin, Patientin. Und da kann man beraten. Ja? Erreichen Sie Ihr Ziel besser mit einem runden Brustimplantat? Erreichen Sie Ihr Ziel besser mit einem tropfenförmigen, natürlicheren Brustimplantat? Die tropfenförmigen Brustimplantate werden meines Erachtens heutzutage oft auch ein bisschen, werden auch ein bisschen vernachlässigt, weil sie heutzutage einen sehr schönen, auch einen kleinen Lifting-Effekt mit sich bringen. Mhm. Ja? Also wenn man ein tropfenförmiges Brustimplantat verwendet, bei den richtigen Voraussetzungen, erspart man sich manchmal auch kleine Straffungen, weil das anatomische Implantat auch den Effekt hat, die Brust ein bisschen wieder nach oben aufzurichten. Mhm. Also bei den richtigen Voraussetzungen würde ich, wenn man sagt, man möchte eine straffe Brustwelle haben, durchaus aber auch ein anatomisches Implantat berücksichtigen. Jetzt fühlt sich ja das da schon ein bisschen, dass man sagt, oh Gott, das kann wirklich reißen, aber kann es nicht. Also ich habe in all den Jahren noch nicht erlebt, dass ein Brustimplantat reißt oder platzt, wenn es unter normalen Bedingungen in Anspruch genommen wird nachher. Ja? Das bedeutet, haben wir einen schweren Autounfall oder ein Sporttrauma, dann ist eine Ruptur, heißt das, durchaus möglich. Dann kann ein Implantat auch mal kaputt gehen. Ja? Mhm. Ich sage, im normalen Alltagsleben sollte das aber eigentlich nicht möglich sein. Mhm. Kann das dann oder wird es dann, wenn das jetzt kaputt gehen sollte, sagen wir jetzt, es ist ein Unfall passiert, rinnt das dann aus oder wie kann man sich das dann vorstellen? Geht das dann im ganzen Körper in die Blutbahnen oder wie Das ist eine super Frage, weil das ist eine Angst, die da immer noch herumkursiert, dieser Mythos. Ich habe da ein kleines Video mitgebracht, wie ein Implantat heutzutage von drinnen aussieht. Also Implantate haben keine Flüssigkeit drinnen. Es ist ein kohäsives Gel, was immer die Form behalten wird. Das heißt, auch wenn das Implantat, die Oberfläche, nicht intakt sein sollte, wird da keine Flüssigkeit ausrinnen. Es wird nicht zu einer Verteilung jetzt im Körper kommen. Allerdings sollte man das natürlich dann entfernen und tauschen. Man sieht ab und zu auch bei Frauen, die Dellen haben, bei der Brust, ist das jetzt wegen der Brust selber oder ist das wegen dem Silikon? Es ist ein bisschen kompliziertere Frage, weil das sind mehrere Parameter, die da zusammenspielen. Rippling, Wellen auf der Brust können unterschiedliche Gründe haben. Sprich, es kann eine sehr starke Gewichtsabnahme der Grund sein, dass sich die Brust einfach auch an Fettgewebe verloren hat und dadurch das Implantat ein bisschen mehr durchscheint. Es kann das Implantat nicht optimal platziert sein. Also das muss man dann im jeweiligen individuellen Fall sich anschauen. Was ist so das Größte, was du jemals reingegeben hast?
Boah, also ich sage einmal, alles so über 700, das merke ich mir dann schon. Ich glaube, es war eins mit guten 800 dabei, aber das ist halt Geschmackssache. Also wenn man bedenkt, das hat 380. Ja, das ist aber auch schon über dem Durchschnitt. Und das ist über dem Durchschnitt und dann 700 oder 800, ja, das sind ja... Das sind kleine Fußbälle. Kleine Fußbälle? Ja. Und was wiegt, also was wiegt so ein 700 Milligramm? Genau, also man kann das fast umrechnen, dass man das Kubik, also die Milliliter Silikon, kannst du circa Daumen mal Pi umrechnen. Kann ist man auch genau das Gewicht. So umrechnen, okay. Ist bei großen Implantaten natürlich ein Riesenthema, dass das Gewicht dann auch eine Belastung ist. Ja. Mhm. Darum rate ich immer prinzipiell, dass man mit einem möglichst kleinen Implantat trotzdem den größtmöglichen Effekt erzielt. Ja. Es gibt einfach wissenschaftliche Studien, umso größer ein Implantat, umso mehr korreliert das mit theoretisch Probleme. Und was können da für Probleme auftreten? Von zu großen Implantaten. Mhm. Es kann zur Wundheilungsstörung kommen, das Verkapselungsrisiko ist viel größer, ja, und natürlich die Belastung vom Gewicht. Ja, das wird mit der Zeit absinken. Okay. Na, sehr, sehr spannend. Und wenn Sie eine Brust-OP unbedingt machen wollen? Nach einer sehr guten Aufklärung. Nach einer wirklich sehr guten Aufklärung. Also entweder rund oder oval und dann unbedingt... Oder beziehungsweise anatomisch, sagt oval man. Oval gibt es nicht. Oval gibt es gar nicht. Nein. Habe ich nämlich auch schon mal gehört. Ja, nein. Aber würde ich nicht sagen. Eher anatomisch. Tropfenförmig, anatomisch oder rund. Rund, genau. Und dann zu Dr. Handel gehen und dann werden Sie natürlich wieder bestens aufgeklärt, wie auch hier im Format. Sehr gerne.